Muss alles raus. Antennes Unterwerk Memo. Der Schlüssel zum Hochspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden vor nächster Woche keinen Ersatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter in Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht gebrauchen. Können Sie alle bitte noch einmal nachsehen, ob Sie den Schlüssel nicht versehentlich mit nach Hause genommen haben? Wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn bitte zu Kate in der Verwaltung. Ja, und was soll ich jetzt tun? Hallo? Ihr hässlichen Viecher. Kotzt doch alles aus. So, zum einen fresse ich mal das da. Einfach widerlich. Das waren also die Insekten. Interessant. Ja, wenn wir schon gerade da unten sind. Uff. Okay, ich schaff das. Und langsam bräuchte ich wieder Muni. So. Ah ja. Ah ja. Ja, genau. Geh sterben, Olle. Also nicht du, Olle, sondern... Ich brauche noch ein bisschen Muni für die Endfotze. So, Chats und Heats. Was zur Hölle ist hier los? Klar, all der seltsame Scheiß, der die letzten Tage hier abging, war schon heftig. Diese seltsamen Viecher, die Nester bauen. Der metallische Geruch, der durch die Lüftungsöffnung strömt. Aber Mann, jetzt ist hier über Nacht alles zur Hölle gegangen. Ich muss nach meiner Ma in der Stadt sehen. Aber der Boss sagt, ich darf nicht weg, ehe ich nicht alle Trennschalter umlege. Verdammt nochmal, ich erledige das besser schnell, damit ich hier rauskomme. Ich bin total gearscht. Mein Bauch tut so weh, ich kann mich kaum bewegen. Beim letzten Schalter ist mir ein fettes, hässliches Viech direkt in die Fresse gesprungen und hat mir eine massive Röhre in den Rachen gerammt. Ja, das gleiche wie bei uns vorhin. Ich konnte weglaufen und habe es irgendwie geschafft, mich nicht zu übergeben. Scheiße, tut das weh. Fühlt sich an, als ob sich etwas in mir bewegt. Ich halte irgendwie durch, kann nicht glauben, dass ich nicht gekotzt habe. Scheiße, es tut so weh, es reißt mich in Stücke. Ich glaube, es ist aus für mich. Ich liebe dich, Mama. Ah, hättest du mal dein Grünzeugs gegessen?
Hättest du mal dein Grünzeugs gefressen? Ah ja. Das war's mit dem hier. Na komm schon. Ich glaube, da ist noch einer. Sehr schön. Fertig. Jetzt nichts wie weg hier. Hässliches Stück Scheiße. Ah, da, wir gucken jetzt mal ums Eck. Immerhin. Wir konnten jetzt ein bisschen Muni sparen, weil wir einfach durchgerannt sind. Ja, es gibt wirklich Stellen, da darfst du gar nicht lang rumballern. Okay, jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Viel Freude. Carlos, hier Jill. Der Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Wow. Dein Partner. Ja, weil wir schon dort unsere Schotte geholt haben. Sollte es nach den Spielregeln wahrscheinlich gehen, hätten wir erst dann die Schotte. So. Oh Gott. Nein. Ja gut. Ja gut, Na ja, gut. Spiel laden und zwar beim Autosave. Dass der jetzt noch gerade kommen muss, der Arsch. Ohne Scheiß. Mr. X in Penetranta. Huh.
Ja, ich müsste jetzt lernen, mit ihm auszuweichen. Also mit ihr. Jetzt mach's gleich bumm. Jetzt überholte mich gleich dezent. Tja. Sharingan aktiv. Carlos, das Ding ist noch am Leben. Ist es hinter mir her? Was? Lauf! Komm zurück zur Station! Muss erst das Stellwerk hochfahren. Ah ja. Sehe ich aber nicht ein, gerade. Jetzt speichere ich hier überall, wo ich gerade kann. Ach du Scheiße, Mann. Weil ich möchte ehrlich gesagt schon alles mitnehmen. Das ist ein einfaches Schloss. Okay, da hat es noch ein einfaches Schloss. Aber das kann ich später mitnehmen. Scheiße, wie mache ich das jetzt? Weil der kommt gleich wieder. Ey, kein Bedarf drauf. Aber ey. War das der Ultra-Instinkt? Ah, na. Du verdammter Pissknödel. So, fick dich. Ohne Spaß. So. Gegen den irgendwas zu machen, wird unschön. Ja, genau. Kitchen. Du kommst hier nicht rein. Bruder, Mashallah. Gegen den Handgranaten zu schmeißen ist vergeudete Zeit. Ich werde diese Folge in zwei Abteile schneiden, weil es kann nicht sein, dass ich hier. Aha, nein. Was ich so lange brauche gegen den. Oder besser gesagt, um hier. Ah! Geh weg. Ja gut, immerhin habe ich. Na. Immerhin habe ich noch gesaved vorhin gerade. Arschloch, ohne Scheiß. Eigentlich wollte ich aufhören, aber nein. Ich will doch nicht, wenn ich das nächste Mal einschalte, direkt den an der Olle, also an der Omme haben, ne? So, wie sehe ich denn aus? Ah ja. Ah ja. Ah, danke, hast mich nochmal gerettet. Oder auch nicht. Zwei Schläge und ich bin tot. Interessant. Ja, was soll ich denn tun?
Nehmen Sie gewöhnliche Waffenrechten gegen diese Kreatur nichts aus. Ihnen bleibt nur wegzulaufen. Indirekt. Indirekt. Schneller bin ich ja trotzdem nicht als das Ding. Der kann mich ja easy einholen. So, jetzt guckt euch das an. Wie geht jetzt das? Da muss ich rein. So. So, da gucke ich jetzt mal kurz rein, wenn ich schon geschafft habe, da reinzukommen. Zum Glück habe ich da schon aufgeräumt, ohne Flachs. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Ich leg da noch gar nichts fest. Oh Gott im Himmel. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Okay. Das eingeben. Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Gerne. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das alles ist, So. FH2, dann FH4 oder nee, RA3. SA01. Und halt SA02. Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Jill, du bist fantastisch. Und auch verdammt zäh. Komm schnell zurück zur Station. Ich habe die U-Bahn abfahrbereit. Was zum Teufel? Oh. Oh Gott. Was denn hier kaputt? Die Gegner habe ich ja noch nie gesehen.
Ach so, das wurde nicht genommen. Okay. Nehmen wir gleich definitiv mit. Ah ja. Kann ich nicht mitnehmen. Oh, schlecht. Moment, jetzt kann ich es mitnehmen. Wunderbar. Ja, klar. Das war Ultrainstinkt. Ultrainstinkt. Ease am Start. Ey, du willst mich doch komplett verarschen, Kollege. Arschloch. Ah, ich bin noch gesund. Wow. Dann Dietrich. Voilà. Nehme ich mit. Aber sowas von. Also ich kann nur 20. Okay. Also jetzt kann ich sie mitnehmen, aber trotzdem. Das ist ein bisschen crazy. Na gut, aber jetzt speichere ich. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Boah, ist das ein Arschloch. Ohne Scheiß. Dieser Mr. X 2.0, der Nemesis, geht mir voll auf den Sack. Und wie ist er euch ergangen? Ist er euch auch auf den Sack gegangen? Wir werden sehen. Wenn ihr in die Kommentare schreibt. Tschüss.